Hallo, bei 9,5. Bei uns geht's heute um Mint. Das ist diese wunderschöne Farbe hier. Mint ist aber auch eine Abkürzung und steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Jetzt ist es bei diesen MINT-Fachrichtungen aber genauso wie bei der Farbe selbst. Nicht alle können sie gleich gut leiden. Warum ist das so? Das möchte ich heute rausfinden. Dafür besuche ich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR. Hier dreht sich alles um Mathematik, Technik und Naturwissenschaften. Ich fühle mich ein bisschen wie auf einer Reise in die Zukunft. Hier wird gerade an unzerbrechlicher Keramik für Raumschiffe geforscht und daran, wie man mit Sonnenkraft Ziegel herstellen kann. So sollen Gebäude auf dem Mond gebaut werden. Aber egal in welche Abteilung ich schaue, Frauen sehe ich kaum. Stattdessen Männer, Männer, Männer. Und das ist nicht nur hier der Fall. Im gesamten MINT-Bereich arbeiten hauptsächlich Männer. Nur etwa jeder siebte Job davon ist in Frauenhand. Auch schon im Studium entscheiden sich kaum Frauen für Fächer wie Maschinenbau, Informatik oder Physik. Und nur wenige machen eine Ausbildung in naturwissenschaftlich-technischen Berufen, zum Beispiel als Mechatronikerin oder Physiklaborantin. Dabei gibt es in diesen Jobs so viele freie Stellen wie noch nie. Und Frauen werden oft sogar gesucht. Denn laut Studien haben gemischte Teams aus Frauen und Männern viel mehr unterschiedliche Ideen und können bessere Entscheidungen treffen. Also, wie kann man mehr Frauen und Mädchen für den MINT-Bereich begeistern? Das frage ich Sie am liebsten selbst. Und zwar im DLR School Lab. Hier können Jugendliche in unterschiedliche Forschungsfelder hineinschnuppern. Heute sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Olpe zu Gast. Sie machen Versuche mit flüssigem Stickstoff, lernen einen kleinen Mars-Rover fernzusteuern, experimentieren mit Infrarotthermometern und erfahren, was ein Vakuum mit Luftballons und Marshmallows macht. Zwischendurch höre ich mich etwas um. Hast du schon mal solche Klischees mitgekriegt, dass Jungs sagen, so Mädels und Mathe, Technik und so, das ist nix? Ja, klar, auf jeden Fall. Also auch schon irgendwie öfter in der Schule schon irgendwie so gesagt, ja, Mädchen können irgendwie kein Mathe oder so. Wer sagt sowas? Ja, die Jungs aus unserer Klasse. Das ist der größte Schwachsinn. Das ist der allergrößte Schwachsinn? Genau. Okay, warum? Ja, das ist doch voll unnötig. Nur weil Jungs Jungs sind und Mädchen Mädchen, heißt es doch nicht, dass Mädchen unbedingt Barbies sein müssen. Jetzt sag mal, wie sehr interessieren dich so Sachen wie Naturwissenschaft und Mathematik? Das ist schwer. Also mich interessiert das schon, wenn ich in der Schule bin. Aber ich würde das jetzt nicht als Beruf machen, weil ich lieber irgendwas Soziales machen würde als sowas. Könntest du dir vorstellen, mal später beruflich was mit Naturwissenschaften zu machen? Ja, ich könnte mir das vorstellen. Ich mag Mathe generell auch sehr und Informatik, Technik und Naturwissenschaften auch. Sag mal, kennst du mehr Mädels oder mehr Jungs, die sich für Naturwissenschaften oder Mathe interessieren? Mehr Jungs. Bei uns in der Schule sind ja zum Beispiel in dem MINT-Unterricht 4 Mädchen und der Rest alles Jungs. Viele Mädchen trauen sich halt nicht so Naturwissenschaften oder MINT-Berufe oder sowas, irgendwas in dieser Richtung zu machen, weil sie einfach denken so, dass es ihnen nicht liegt. Ich denke, das liegt daran, dass manchmal Mädchen einfach, also einige aus meiner Klasse lachen die Mädchen dafür aus, dass man so etwas macht, also dass die Mädchen so etwas machen wollen. Was könnte man denn dafür tun, dass dieses Klischee weggeht, dass Mädels nicht so gut sind in zum Beispiel Mathe oder Technik? Ich finde, dieser Boys and Girls, der hilft da schon sehr. Dieser Boys and Girls, der, wo die Mädchen die Jungsberufe ausprobieren und die Jungs die Mädchenberufe. Viel haben solche Girls- und Boys-Tage bisher aber auch nicht gebracht. Vielleicht fehlt es ja an weiblichen Vorbildern im MINT-Bereich. Wir machen ein Experiment. Wir suchen im Netz 5 Minuten lang nach berühmten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. So, Gruppe Wissenschaftlerinnen. Sagt doch mal, wie viele habt ihr gefunden? Marie Curie, Rosalind Franklin, Gertrude Bell-Ignon, wie auch immer man das ausspricht, ja. Jocelyn Bell-Burnell und Ada Lovelace. Okay, ich habe eine Frage. Wie viele von denen kennt ihr mit Namen? Null. Null. Sie kennen mich schon alle, oder? Keine. Wie viele männliche Wissenschaftler habt ihr gefunden? Albert Einstein, Nikola Tesla, Stephen Hawking, Galileo Galilei, Aristoteles, Isaac Newton,
Charles Darwin. Die Namen der Männer sind alle bekannt. Woran liegt das wohl? In Schülerbüchern wird ja auch immer eigentlich nur über die Männer geredet, was sie erfunden haben. Und über die Frauen wird gar nicht geredet. Echt, im Schulbuch stehen mehr Kerle als Frauen? Ja, ja schon. Ja. Dabei gibt es sie, die Heldinnen der Naturwissenschaften und der Technik. Zum Beispiel Marie Curie. Sie war die erste Frau, die einen Nobelpreis erhielt und ist bis heute die einzige, die den Preis gleich zweimal bekam. In Physik und Chemie. Ihr Name ist eng verbunden mit der Entdeckung der Radioaktivität. Oder Amalie Emmy Noether. Albert Einstein nannte sie das bedeutendste kreative mathematische Genie seit der Einführung der höheren Bildung für Frauen. Sie hat komplizierteste mathematische Probleme gelöst und gilt als Wegbereiterin der modernen Mathematik. Marga Faulstich. Die Chemikerin hat an Gläsern geforscht. Ihr verdanken wir dünne, leichte Brillengläser, besondere Objektive für Mikroskope und Ferngläser und die getönten Gläser in Sonnenbrillen. Jennifer Doudna ist Biochemikerin und eine der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen unserer Zeit. Sie hat eine Art Genschere mitentwickelt. Damit können die Erbinformationen in unseren Körperzellen verändert werden, etwa um bisher unheilbare Krankheiten zu bekämpfen. Aber auch in eurem Umfeld könnt ihr bestimmt Mädchen und Frauen entdecken, die zeigen, dass Frauen und MINT wunderbar zusammenpassen. Auch hier im Forschungszentrum gibt es weibliche Vorbilder. Am Institut für Antriebstechnik zum Beispiel. Jasmin Flamm ist Industriemechanikerin. Sie und ihr Team forschen an Triebwerken von Flugzeugen. Sie untersuchen den Luftstrom darin und wollen die Triebwerke leichter, sparsamer und umweltfreundlicher machen. Wenn man jetzt an so Triebwerken rumarbeitet, dann muss man doch eigentlich fit sein in Mathe, in Technik, in Computerkram. Hat dich das alles schon immer interessiert? Jein. Das Technische kam bei mir tatsächlich erst in einem freiwilligen Praktikum, dass ich gemerkt habe, das Schrauben macht mir Spaß. Was macht dir daran Spaß, wenn du sagst Schrauben? Also damit meinst du ja wahrscheinlich nicht nur mit dem Schraubenzieher eine Schraube reindrehen. Ich habe hier die Ausbildung als Industriemechanikerin gemacht und habe gelernt, nicht nur zu schrauben, sondern auch zum Beispiel eine Schraube sogar selber herzustellen. Das heißt auch, die Bohrungen dafür zu machen, aber auch ganze Teile zu fräsen und zu drehen. Also eigentlich alles, was man sich mit Metall vorstellen kann, das habe ich gelernt, wie ich das verarbeiten kann. Hast du schon mal so Sprüche gehört wie, ja, Mädels können Technik nicht und Mathe, das ist nichts für euch Frauen, mach mal was anderes? Zum Glück habe ich das sehr wenig erfahren. Es ist aber schon, dass die Leute mal ein bisschen überrascht sind, wenn ich erzähle, was ich mache. Was sagst du denn zu Leuten, die diese Klischees im Kopf haben? Dass das gar nicht stimmt. Also wir haben genug Frauen, die das bestätigen, dass das nicht so ist. Ich kann genauso gut eine Schraube anziehen oder was drehen und fräsen wie meine Kollegen auch. Und das habe ich auch in der Ausbildung bestätigt, indem ich mit den Jungs auch mit bei besten Ehrungen dabei war. Wenn jetzt ein Mädel irgendwie denkt, ich interessiere mich schon sehr für diese Berufe, für Technik, für Naturwissenschaften und Mathe, aber ich traue mich vielleicht nicht so ganz, das zu sagen, weil so viele Kerle da drin arbeiten, ne? Was würdest du der antworten? Sie haben meistens mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Ja, das ist ein guter Satz. Es ist tatsächlich, dass das für die das Ungewohntere ist als für uns. Die Mädels sollen es auf jeden Fall versuchen und sich die Chance nicht entgehen lassen und entspannt daran gehen, natürlich bleiben und bloß nicht verstellen. Und dann funktioniert das ganz von alleine. Natürlich müsst ihr jetzt nicht alle Bock auf MINT haben. Ihr sollt ja am Ende das machen, was ihr möchtet und was euch Spaß macht. Hauptsache ist, ihr lasst euch nicht von diesen Fachrichtungen abschrecken, nur weil im Moment noch mehr Männer als Frauen da drin arbeiten. Was sagt ihr denn? Wie gut passen MINT und Mädels zusammen? Auf www.9,5.de ist immer Platz für eure Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.